Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte Sie alle herzlich zu den 70. Berliner Heilpraktikertagen begrüßen. Dieses Jahr in ganz neuem Gewand, in ganz neuen Räumlichkeiten, die wir für unsere Herbsttagung auch zukünftig wählen wollen, weil wir sind doch als Kongress inzwischen so groß geworden, dass das Logenhaus für den Herbst zu klein wurde. Insofern werden wir jetzt einmal im Jahr so richtige Kongressatmosphäre haben und einmal im Jahr dann das kleine, etwas heimelige im Logenhaus. Ich werde heute meinen Begrüßungsteil ganz kurz machen, weil wir haben heute eine geballte Ladung Berufspolitik für Sie vorbereitet. Möchte am Anfang aber nicht vergessen, herzlich der Kollegin Brigitte Körfer und ihrem Team danken für die Organisation. Ich möchte mich herzlich bei der ausstellenden Industrie bedanken, weil wir müssen uns immer bewusst sein, ohne die Unterstützung der befreundeten Industrie könnten wir solche Tagungen und die Fachfortbildungen nicht organisieren. Auch da mein herzlicher Dank. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesverband, die angereist sind. Wir haben heute den Präsidenten unseres Bundesverbandes, Herrn Christian Wilms. Und die Kollegin Frau Hilbert-Mühlich, unsere erste Vizepräsidentin heute hier. Und wir haben viele Vertreter der Landesvorstände, der Landesverbände Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen hier. Vielleicht steht ihr auch einmal kurz auf als Gruppe, dass man mal sehen kann, wie die Funktionsträger unseres Verbandes auch zusammengekommen sind. Und denen, die heute nicht da sein können, weil wir haben doch einen relativ hohen Krankenstand, bei denen die eigentlich kommen wollten, sende ich auf diesem Wege auch die herzlichen Grüße.